Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Redguard. Ja, wir sind hier immer noch auf der Suche nach einem möglichen Weg hier runterzukommen. Aber ich habe so das Gefühl, dass wir erstmal in Kurs bringen müssen, dass es wichtig ist, dass wir hier drauf gehen. So. Ich würde aber jetzt nochmal nach oben gehen. Vielleicht haben wir oben irgendwas übersehen. Ein Falter oder sowas. Kann sein. Jo, hier kommen wir hoch. Und hier fallen wir wieder runter. Da sind wir gut darin. Nicht gegen das Ding bitte laufen. So. Und nochmal hier hoch. Ja. Okay. Hier kommen wir nochmal hoch. Dann war da hinten, glaube ich, irgendwo noch ein Weg nach ganz oben. Dass wir ganz oben vielleicht irgendwas übersehen haben. Okay, hier geht es nicht nochmal nach ganz oben. Gibt es sonst noch einen Weg nach ganz oben? Ich glaube, das hier, oder? Nee, das führt nirgendwo hin. Nicht, dass wir jetzt hier unten feststecken. Hier kommen wir auch nicht weiter. Das wäre jetzt doof, wenn ich jetzt hier feststecke und nicht mehr nach. Fast dagegen gelaufen. Wenn ich gar nicht mehr nach ganz oben komme. Und da was vergessen habe. Das Ding führt nach unten. Von da kamen wir jetzt wieder hoch. Hier komme ich auch nicht mehr hoch. Habe ich jetzt ein Problem? Sieht aber so aus, als müssten wir da nach oben. Gibt es eine Möglichkeit, wieder hochzukommen? Ich hoffe es. Ich sehe hier keine Möglichkeit, wieder nach oben zu kommen. Und nicht, dass ich jetzt alles nochmal neu laden muss vom letzten Speicherstand, um da nach oben zu kommen. Hier muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben. Ui! Ich würde sagen, wir laden vielleicht doch mal den hier, verdammt. Nehmen den hier nochmal hoch. Alles nochmal von vorne, nein. Okay. Aber diesmal machen wir es richtig, um nochmal nach ganz oben zu kommen. Den hier wieder. So, und den hier wieder aufnehmen. Ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass man mehrere Speicherplätze dann hat. So, hinter uns ist wieder offen. Nehmen wir den Schlüssel.
So. Dann machen wir gleich zwei Speicherstände. Eine, wo wir oben sind, wo wir das nicht nochmal hier runterlaufen dürfen. Also... Nein! Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon, es ist vorbei. So. Den silbernen Schlüssel noch einmal. Ja, okay. So, die braucht noch 1000 Jahre. Ja, jetzt hört auf. Out. Hör auf. So, die dürfen jetzt nicht hinterherkommen. Oder ich hoffe, die werden hier jetzt zersäbelt. Genau, dann sind wir jetzt wieder hier. Und dann gucken wir uns mal das da vorne an. Hier muss es doch irgendwas geben, oder? Ach, haben wir die Steinplatte noch? Wir machen aber hier jetzt ein Save Game. Auf Cyrus 1. So, Push Panel. Ah, okay. Das heißt, wir hätten das so oder so einmal betätigen müssen. So, gehen wir jetzt hier runter. Oh, okay. Die Außenwand bewegt sich schneller als die Innenwand. Ne, andersrum, die Innenwand. Ah, okay. Und darüber schaffen wir es dann jetzt runter, oder was? Beweg mich lieber langsam. Denn hier gab es doch irgendwo den einen Weg. Genau da. Da ist der Weg, der runterführt. Können wir uns ganz normal runterbewegen. Das haben wir also vergessen gehabt. Okay, jetzt aber einmal so in die Richtung. Alter. So. Da können wir hier jetzt gleich daran springen. Nein! Habe ich komplett vermasselt, aber wir sind unten angekommen. Immerhin. So, noch einmal. So, gehen wir mal hier rum. Ich glaube, der schnellste Weg, wenn wir, um hier nach unten zu kommen, ist wirklich aber hier rum. Jetzt habe ich ein Problem. Ah, schnell, schnell.
Das wird immer besser. Okay, sinnvollste wäre wirklich hier links rum zuerst. So. Durch das Ding hier runter zu springen. Und dann brauchen wir jetzt das eine Ding, das uns nach unten führt. Das war es noch nicht. Wo ist denn das Ding hin? Da. Der hier führt nach unten. Den müssen wir nehmen. Dann würde ich sagen, hier speichern wir auf Cyrus 2. So. Jo. Gehen wir mal hier mit. Schauen wir mal, wo hier jetzt der beste Weg nach unten wäre. Der hier glaube ich nicht. Das wäre wie, um wieder nach oben zu kommen. So, ich werde jetzt momentan angerufen. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich auch wieder. Ja, war jetzt gerade ein Chef wieder am Telefonieren. Ah, hier kommt... Und jetzt direkt in den Tod gelaufen. Nice. Ja, gut, dass wir hier aber gespeichert hatten. Ah, hier kommt wieder so eine Tür. So eine Wand. Ah, und deswegen kamen wir nie weiter, weil hier immer wieder solche Wände sind. Okay, die... nein, jetzt stecke ich hier fest. Okay, das war jetzt nicht das Schlauste hier, was ich jetzt gemacht habe. So, langsam laufen, die funktioniert auch nicht. Schnell laufen ist zu schnell. Ja, wie mache ich das jetzt? Ah, hier ist so eine Luke. Kann ich einmal kurz raus. So. Ah, die an der Außenwand, die bleiben stehen. Die an der Innenwand, die laufen mit. So ist das hier. Und das sind immer so kleine Abschnitte, aber wo kommt man hier jetzt weiter? Das ist jetzt die Frage. Der ist schon rausgedreht, okay. Was ist mit denen passiert? Toll. Das heißt, wir haben hier am besten... Wir nehmen hier am besten einen, wo wir nicht an so einer Wand festhängen. Oder wir machen es einfach. Ja, wir... Nein, da kommt die falsche Wand. Da kommt die falsche Wand. Nein. Okay. Nein. Okay. Machen wir so. Wir fahren erstmal mit. Und jetzt schnell, schnell, schnell. Cyrus! Okay. Schnell, Cyrus! Okay, das wird wohl nix. Ist aber super. Immerhin fahren wir mit der Einwand mit. Gehe ich mal von aus. Schnell! Ja. Okay. Hier keine gute Idee. Oder? Ah, doch. Das geht. Das funzt. Da können wir erstmal kurz rein, um zu speichern. Dann sind wir zumindest ganz unten.
Also noch nicht ganz, ganz unten, aber wenigstens ein bisschen weit unten. Genau. So. Jetzt wollen wir hier erstmal vorbei. Ah, das Ding ist offen. Irgendwo ist was aufgegangen, auf jeden Fall. Kommen wir nochmal dahin zurück? Da hinten. Ich hoffe, das Ding da hinten ist offen. So, auf jeden Fall nicht das hier, sondern die Tür da hinten, meine ich. Die müsste jetzt so hoffentlich offen sein. Ja, sie ist offen. Ich sehe kaum was. Zumindest nichts unter mir. Nicht runterrutschen. Vielleicht wäre es sinnvoll, hier auch nochmal zu. Obwohl. Ah, wir haben es nach ganz oben geschafft. Safe Game. Erstmal Safe Game. So. Gibt's hier noch unten irgendwas? Das war jetzt aber eine Aufgabe, hier runterzukommen, erstmal. So, was gibt's denn hier jetzt? Eine große Tür auf jeden Fall. Jetzt kommt's, jetzt haben wir irgendwas. Nee, doch nicht. So, hier erstmal auch nochmal ein Safe Game. Das sieht aus wie ein Arena-Kampf. Jo, der Drache. You have something I need, Dragon. I shan't lie to you, good stranger. My imperial loyalty is indeed well paid for. We aren't very different, I would venture. You seem the mercenary sort too, so you'll understand if I do not readily agree to part with my latest reward. Okay. Maybe we can bargain for it. I so do love Mortal Fantasy. I'll play along. What will you give me for the soul of Prince of Thor? I'll spell your name right on your tombstone. Okay, wie bekämpfe ich den jetzt? Alter, der ist ja direkt hinter mir. Yo. Alter. Der ist ja direkt hier. Kann ich direkt hier hoch? Kann ich den direkt einsammeln? So, was passiert, wenn ich den jetzt einsammle? Jo, den haben wir.
Kann ich das jetzt so speichern? Das speichern wir aber hier. Nee, nicht springen. Den müssen wir jetzt irgendwie besiegen. Ohne runterzufallen. Am besten. Was passiert, wenn ich jetzt gegen den hier ankämpfe? Now you know what it means to face me. So. Warte mal. Where are you? Ich bin ja hier. Alter, komm! Rethinking your plan, Redguard. You are crafty, but you are no match. So komm! Ich treff den gar nicht. Aber das macht gar keinen Schaden. So, okay. Muss ich vielleicht irgendwie was anderes machen? Au! Nice! Ah, geil! Okay, ich muss regelmäßig hier. Aua. Aua. So. Rethinking, where are you? So. Wo ist er? Da. Aua. Ah, nice. Dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, da bin ich auch wieder. Musste hier halt einen kleinen Cut machen, weil das Spiel hier abgeschmiert ist. So schön. Aber wir wissen jetzt, dass wir mit den Dings hier, mit dem hier was machen müssen. So, jetzt. Komm. Oh, hallo. Rethinking your plan, Redguard. Where up? So, nochmal. So. Komm, triff den doch. Where are you? Wir müssen das immer wieder hier. Where are you? Rethinking your plan, Redguard. You are. Yo! Wir haben ihn besiegt. Und jetzt? Ah, so, okay. Kann ich hier irgendwie raus aus ihm? Ja. Okay, aber den Soul Gem haben wir auch. Oh, Pick up Gold? I'd like to, but I don't think I can carry any more gold. 500 ist Maximum. Boah, wir können hier jetzt regelmäßig runtergehen. Soul Gem haben wir jetzt. Da oben. Eigentlich eingesammelt. Boah, wenn wir hier regelmäßig Gold abholen können, müssen wir. Ja, hier haben wir das. Der Drache ist besiegt. Dann speichern wir das auf Cyrus 2. Dann müssen wir hier eigentlich regelmäßig runterkommen. Wenn wir hier regelmäßig. Wir können hier das ganze Gold mitnehmen. Ich hoffe, wir können auch immer wieder diesen Eingang nehmen und nicht den ganzen Labyrinth. Ich gehe mal von aus, dass das der Eingang ist. Exit Catacombs. Dead. I'm alone. The dragon is dead. And he's alive. You're not sure it was the Red Goblin. Don't be stupid. That bastard sweats heroism. It could be no one else. He has the soul gem. Why do I pay you exactly, Drag?
for my chilling countenance, of course. Leave him to me, you said, and with such confident assurance. I recall being set at ease about the matter. I recall thinking, well, now at last I can get down to the task of administering this troubled province. But this young man continues to cause us irreparable harm when we can least endure it. And now for the good news. Perhaps you remember the vicious group of rabble that's caused us so much trouble. The Restless League! Whose hideout would have remained a mystery if a prematurely dead Red Guard had never led me to it. It will take time to assemble an assault party, but I foresee no difficulties in cleaning out the whole League in one well-planned attack. I see. The Emperor warned me never to underestimate the subtlety of your schemes, Drav. Carry on, then. I await your full report. Okay. Also wollen die jetzt die Restless League angreifen? Müssen wir da jetzt doch irgendwie eine Verteidigung machen, oder wie? Guard, surround him. Wo ist denn der Eingang? Ja, wo ist denn das? Put it down. Hier hinten ist das. Okay, nice. Nice to know. Würde ich hier trotzdem einmal speichern. Auf Cyrus 1. Boah, da können wir eigentlich jetzt so viele Heiltränke kaufen gehen, wie wir wollen. Wir brauchen jetzt sehr viele. Oh, hier liegt sogar noch Gold. Da die nie mitnehmen kann, weil wir voll sind. Boah, aber nice. Ja. Dafür überziehe ich ein bisschen diese Folge heute. Haben wir genug Heiltränke kaufen können. Aber jetzt sind wir endlich mal hier angekommen, auf der Seite der Insel. So, dann gehen wir jetzt auf jeden Fall nochmal ein paar Heiltränke holen. Müssen wir dann jetzt eigentlich zur Restless League gehen oder wohin? Warte mal. Slew Dragon, recovered Soul Gem, escaped Catacombs. Jetzt weiß ich aber nicht, wo ich hin muss. Wir haben jetzt das Soul Gem. Wir haben... Ja, wir haben Izara gerettet. Und die Dudes and Duties, die kommen ja bald hier die Restless League angreifen. So, wir springen hier durch. Geht schneller. Inventar ist auf jeden Fall, also Gold ist auf jeden Fall voll. Brauchen wir eigentlich im Grunde nicht mehr hier, wie heißt das, diese Flasche da. Wenn wir jetzt so viel Gold nehmen können, wie wir brauchen, wie wir wollen. Aus der Schatzkammer. Ich gehe mal von aus, dass wir da unendlich Gold nehmen können. Aus der Schatzkammer. So, gehen wir jetzt da rein. Ich hoffe, es stürzt jetzt nicht ab. Ja, jetzt geht ein bisschen schneller. Danke. So, Felicia. Ja, ich hätte gerne ein paar Health Potions. What's for sale? Magical potions of all sorts. Ja, Healing Potions. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. So, Kaffee muss ich mir auch noch gleich wieder neu machen. Potion. Ich darf jetzt erstmal eine Woche kein Energy trinken, kein Cola. Thanks. I'll take a healing oder sonst irgendwas. Okay, ja, so Softdrinks. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks.
I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. So, wie viel haben wir jetzt? Wie viel können wir jetzt? Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll take a 20 können wir jetzt eigentlich insgesamt kriegen. Okay, that'll be 25 gold. Für die 500 gold. Thanks. I'll take a healing potion. 20 potions. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Jo. Thanks. Wird noch ein Weilchen dauern. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Ja. Besser Gespräch überhaupt. Ich wünschte, ich könnte hier wirklich schon sagen, so viel will ich, so viel gebe ich dir. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. So, thanks. Irgendwann müssen wir die 20 haben, oder? I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. Yo, wie viel haben wir noch? A healing potion. Das wird noch ewig dauern. Okay, that'll be 25 gold. Doesn't look like you have the gold. Perhaps later. Jo, dann machen wir so. Goodbye. Come back again. Wie viel haben wir jetzt? Insgesamt 22. So, save game. Um sicher zu gehen, dass... Genau, hier. Und dann... Hier. Dann wollen wir jetzt nochmal in die Schatzkammer gehen. Nochmal voll machen. Gold müssten wir jetzt leer sein. Beziehungsweise wir können vielleicht einmal... Naja, das machen wir in der nächsten Folge mit Nittel. So, da kommt jetzt erstmal die Wache. So, jetzt müssen wir erstmal den Weg wieder auf die andere Seite finden. P for their pox and scurvy gums. So. Ja, die Folge machen wir vielleicht so auf 40 Minuten oder so. Vorausgesetzt, wir kommen auch wirklich da unten an. Nicht, dass es wieder abschmiert. Aber ihr seid das ja auch schon gewohnt, genauso wie ich mittlerweile. Redguard schmiert sehr, sehr gerne ab. Ich hoffe dann, wenn wir Battlespire anfangen, dass es nicht genauso sein wird. Bei Battlespire frage ich... Okay, was geht mit den Kindern draußen wieder ab? Rein die wieder so rum. So. Genau, dann hoffe ich bei Battlespire, dass es nicht genauso abschmiert regelmäßig wie das hier. Ich weiß auf jeden Fall, mit dem Speichern muss man da irgendwie es gezielter machen als bisher. Und wenn man einmal stirbt, landet man im Hauptmenü. Also nicht im Hauptmenü, sondern wirklich verlässt es das Spiel. Dann landet ihr während der Aufnahme auf meinem Desktop oder so. Also muss ich mir mal ansehen, wie ich das mache. Ich werde da wahrscheinlich eher einen kompletten Tag für nehmen oder so, weil das soll ja nicht lange sein, das Spiel. So, dann haben wir jetzt wieder Gold. Der will jetzt wahrscheinlich auch Fress. Daneben. Was ist denn das da? Ist auch ein Teleporter, oder? Kann ich hier nicht hoch? Ich kann hier nicht rein, ne?
Das hier ist nun... Ah, Open Door. So, ich hoffe, es lädt. Ich hoffe, wir kommen da auch wirklich an. Ja, es funktioniert. Okay, dann machen wir einmal unsere Taschen hier voll. Der Drache liegt da immer noch. So, wir haben hier ja jetzt 16 Gold auf Tasche. So. Einmal genommen. 500. Okay, das macht uns direkt das alles voll hier, oder was? Okay, nice. Dann müssen wir jetzt eben irgendwie den schnellsten Weg zurück zur Magiergilde finden. Boah, dann machen wir uns, was Heiltränke angeht, die Taschen mal richtig voll. Jo, die wollen jetzt wieder Stress, natürlich. Der nächste kommt jetzt auch noch. Ja, schauen wir mal. Traitor. Ich liebe das. Traitor. So, dann schauen wir mal. Vielleicht gibt es auch eine Maximalanzahl an Health Potions, die wir mitnehmen können. Nö, 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 nö. Nö, 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 nö. Ja, das wird erstmal noch ein Weilchen sein mit dem Rennen. Wie sieht's aus? Sind die immer noch hinter mir her? Ja, die sind immer noch hinter mir her. Zumindest einer. So. Dann hier wieder rüber schwimmen. Obwohl sinnvoll wäre, wenn wir jetzt noch einmal kurz speichern. Hier Cyrus 2. Kann ja immer passieren, dass es abschmiert. Da kommt schon der erste. Hat mich nicht mal getroffen. Finde ich super. Aber ich glaube, 40, also 42 Heiltränke werden erstmal reichen. Für den Anfang. Schon mal deutlich mehr als sonst. So, und jetzt wollen wir hier rein. So. Und nochmal alles kaufen. So, Felicia. Welcome back. What's for sale? Magical potions of all sorts. So, I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Jo. Thanks. Jetzt die Nummer 2. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. Und der dritte. I'll take a healing potion. Das wird auch wieder ewig dauern. Okay, that'll be 25 gold. Aber dafür überziehen wir ja die Folge ein bisschen. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, so. That'll be 25 gold. Thanks. Boah, ich brauche jetzt auch gleich dringend einen Kaffee. Auf jeden Fall. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. Du. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold.
Aber am meisten freue ich mich tatsächlich schon, wenn wir jetzt mit Morrowind anfangen. Ich habe das, okay, nicht seit Release gezockt gehabt, Morrowind mal. Da war ich noch viel zu jung. Von Morrowind, ich freue mich total. Ich habe das Spiel selber noch nie zu Ende gespielt. Ich habe da immer nur Blödsinn gemacht, gehabt. Ich habe damals, als ich das erste Mal gespielt hatte, bei Morrowind, nie gewusst, was ich da jetzt machen sollte. Okay, als 12-Jähriger war ich unglaublich ein bisschen zu doof dafür. Ich glaube 10, 11, 12 war ich ungefähr da, damals, als ich das erste Mal gespielt habe. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Jo. Thanks. Wie viel haben wir schon? I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. So. I'll take a healing potion. Okay, müsste jetzt langsam der letzte sein, gold. Oder? Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Jo. Thanks. I'll take a healing potion. Okay, that'll be 25 gold. Thanks. Komm, das muss jetzt der letzte sein, oder? Okay, that'll be 25 gold. Doesn't look like you have the gold. Perhaps later. Okay, nice. Haben wir durch? Goodbye. Come back again. Dann müssten wir jetzt 42 haben. 42 Health Potions. So, das meiste brauchen wir hier nicht mehr. Machen wir jetzt hier ein Safe Game und wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.